Der nächste Halt ist Bordesholm, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Im Führerstand ist Benedikt Seidler voll in seinem Element. Der 21-Jährige hat die Ausbildung zum Lokführer Anfang des Jahres erfolgreich abgeschlossen. Heute trägt er die Verantwortung für mehrere hundert Fahrgäste auf der Strecke von Kiel nach Neumünster. Das war immer mein Kindheitstraum, Lokführer zu werden. Das System Bahn hat mich fasziniert, diese großen Maschinen, die so viele Leute einfach transportieren können durch Schleswig-Holstein und die Technik, die dahinter steckt, welche Kräfte hier arbeiten und welche Maschinen hier durch die Gegend fahren. Auch Selina Peters will eines Tages die Züge der Bahn fahren. Sie befindet sich zurzeit im zweiten Lehrjahr und lernt heute ein neues Zugmodell kennen. Ausbilderin Svenja Lies weist die angehende Lokführerin in die Technik ein. Die 23-Jährige ist die einzige Frau in ihrem Azubi-Jahrgang bei der Bahn in Schleswig-Holstein. So außergewöhnlich ist das nicht mehr. Wir haben schon viele Kolleginnen auch als Lokführer bei Regio. Und es werden auch langsam mehr. Im ersten Lehrjahr haben wir jetzt auch zwei Mädchen, die haben da angefangen. Und ich hoffe natürlich, dass es noch mehr werden. Trotz motivierter junger Lokführer wie Benedikt Seidler und Selina Peters fehlt es der Deutschen Bahn momentan an Nachwuchs. In Schleswig-Holstein werden dieses Jahr noch Auszubildende gesucht. Auch fast 100 Lokführerstellen sind zurzeit im Norden unbesetzt. Die Deutsche Bahn will jetzt mit einer Einstellungsoffensive dagegen vorgehen und verspricht: Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und danach sind die Karrierechancen vielfältig. Aufgrund des demografischen Wandels werden altersbedingt viele Kollegen ausscheiden. Und man hat dann viele Möglichkeiten, in eine Fach- oder Führungskarriere einzusteigen. Wer einen Zug fahren will, muss vor allem eine gute Konzentrationsfähigkeit mitbringen und auch unter Druck arbeiten können. Junge Leute, die sich der Herausforderung stellen wollen, haben bei guten Noten auch die Chance, die Ausbildung zu verkürzen, sagt Ausbilderin Svenja Lies. Man muss wirklich bis zu 12 Stunden am Tag voll konzentriert sein. Also wir haben klar auch kurze Schichten, aber meistens sind die Schichten sehr lang und man muss von der ersten bis zur letzten Minute 100% da sein. Man muss sich komplett sicher sein in dem, was man da tut. Man ist allein. Man hat die gesamte Verantwortung für hunderte von Menschen und einen über mehrere hundert Meter langen Zug. Aber genau das ist die Herausforderung für Benedikt Seidler in seinem Beruf bei der Deutschen Bahn. Also es ist ein vielseitiger Beruf. Wir haben viel Abwechslung, weil wir nicht immer nur die gleichen Strecken fahren, sondern auch unterschiedlich unterwegs sind. Man hat große Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Und es macht einfach unheimlich Spaß, durch die eigene Heimat zu fahren. Und bei verschiedenem Wetter, auch gerade die Sonnenaufgänge, sind einfach wunderschön. Angekommen im Kieler Hauptbahnhof endet der Arbeitstag für den jungen Lokführer. Schon jetzt freut er sich darauf, das Land Schleswig-Holstein morgen auf einer anderen Strecke befahren und bestaunen zu können.